Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und du erwischt mich heute, vielleicht nicht ganz zufällig, beim Putzen und Aufbereiten meiner Seminarstühle. Was hat jetzt Energetik mit Putzen zu tun, wirst du dich vielleicht fragen. Und ich möchte da einen ganz interessanten Bogen spannen. Und zwar, wenn du daran denkst, an den Schöpfungsmythos, dann hat ja Gott die Erde als Paradies geschaffen, und zwar als Garten Eden. Und so ein Garten, und jeder, der ein Haus hat und einen Garten besitzt, ist natürlich eine gewisse arbeitsintensive Geschichte. Denn man muss sich um einen Garten kümmern. Man muss Rasen mähen, man muss die Pflanzen gießen. Und als Dank erhält man dann eine Ruheoase, vielleicht auch Früchte, Gemüse, das man ernten kann. Das heißt, eigentlich ist dieses Paradies, die Erde, ein Garten. Und uns wurde dieser Garten geschenkt. Und das macht uns ja dann eigentlich zu Gärtnern. Und zwar jeden, egal ob du einen Garten besitzt oder nicht. Jeder von uns ist Gärtner und soll etwas behüten, gärtnern und auch bewachen. Das Bewachen kommt übrigens auch im Englischen vor. Da hast du den Garden, den Garten und Guard, die Wache. Das heißt, wir sollen behüten, bewachen und wir sollen auch etwas für die Erde tun, die Erde nähren und auch ihr immer wieder Achtsamkeit geben. Wenn du keinen Garten hast, kannst du das zum Beispiel einfach, indem du wirklich deinen Müll entsorgst. Ich will jetzt da keine Öko-Keule starten, aber die Idee ist einfach nur, geh achtsam damit um, du bist die Gärtnerin, du bist der Gärtner der Erde. Und genauso solltest du dich auch verhalten. Achtsam und pflegend. Und übersetzt jetzt auf die lieben Stadtkinder, wie ich eines bin. Ich bin zwar immer wieder mal draußen, aber hauptsächlich Stadtkind. Heißt das dann, wenn du Besitz hast, heißt das, du sorgst für diesen Besitz. Das heißt, alles, was du hast, benötigt irgendwann mal deine Aufmerksamkeit, deine Wartung, es muss gepflegt werden, es muss gereinigt werden. Batterien gehören vielleicht gewechselt. Das heißt, alles, was du besitzt, ist Teil von dem, wo du Energie abgibst. Und deshalb solltest du dich heute auch fragen, was habe ich in meinem Umfeld, was gehört von mir gepflegt und was pflege ich gerne und was nervt mich eigentlich nur? Denn wenn du Dinge in deinem Umfeld hast, die dich vielleicht nerven, also gar nicht so, wo du gar nicht so offen oder freudvoll die pflegen kannst, dann ist es vielleicht an der Zeit, das zu überdenken, ob das die richtigen Dinge sind. Denn normalerweise umgeben wir uns einfach mit viel zu viel Tand und Zeug. Also wenn es keine Freude macht, Dinge zu reinigen, Dinge zu pflegen, Dinge zu hegen, Dinge zu behüten, dann schau, vielleicht ist es besser, diese Dinge auch loszulassen. In diesem Sinne hoffe ich, ein bisschen so dein Bewusstsein für das Gärtnern geweckt zu haben. Und ich werde jetzt dann gleich weitermachen mit den Stühlen, mit den Seminarstühlen, denn ich bin froh, dass jetzt dann wieder Seminare stattfinden können und natürlich auch in Gruppen gearbeitet werden kann. Und deshalb fange ich jetzt auch dann mit 2022 wieder mit Ausbildungen an, mit Chakrenkursen, mit Kursen, wo du wirklich so diese Hellsichtigkeit lernst, wie man arbeitet mit diesen ganzen Techniken. Und da freue ich mich auch auf dich. Die Termine werde es demnächst dann geben. Und ich werde dann auch, sobald ich Termine habe, unten in dem Video verlinken. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Schau mal um dich rum. Was gehört denn vielleicht gepflegt? Was pflegst du nicht so gerne? Und was kannst du vielleicht abgeben? Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße aus Linz. Dein Oliver Erini. Tschüss, bis nächstes Mal.